Hallo und willkommen bei der Sky zu Stexel. So heißt das Spiel, oder Spencer? Ja. Und er laggt schon wieder. Also Spencer laggt, deswegen, sorry, wenn Spencer jetzt ein bisschen laggt, der hat übelste Probleme bei dem Spiel, weil der immer nur in diesem Spiel laggt. Das ist richtig, unschön, sag ich mal so, ganz nett ausgedrückt. Wir sind hier in Stexel, ich habe das Tutorial mal übersprungen, weil ich glaube, keiner von euch will dieses scheiß Tutorial sehen. Und ich übrigens auch nicht, weil das nervt einfach übelst, wenn die ganze Zeit dieses, wie heißt die, Farm-Fan oder so, die ganze Zeit diese Alte da, diese Ökoschnalle hinter ihm herrennt. Das ist einfach nur richtiger Bullshit. Deswegen, sind wir hier in unserer schönen Farm und ich habe dann angefangen, irgendwann mal, wir haben ja schon mal vorher aufgenommen, aber dann hat der gute Swordray mal wieder Scheiße gebaut und deswegen, ja, sind wir jetzt gerade hier dabei, es ist schon etwas, es steht schon etwas und zwar, wir haben schon ein Bett gebaut, ich habe hier schon meine Werkzeuge von den Tutorials, mein Zeugs hier eben, also nichts Großartiges und ich bin gerade dabei, die Scheune hier zu bauen und da würde ich sagen, tun wir auch direkt weitermachen. Ich habe hier ein bisschen Holz dabei. Ich bringe das jetzt mal in die Stadt. Und dann werde ich mal Folgendes machen, und zwar werde ich das jetzt weiterverarbeiten, dass wir die Bretter dann irgendwann machen können. Und dass wir das ganz easy daraus dann die Scheune machen können und da, sage ich mal, ein Huhn oder sowas drinne haben können. Und ja, was hast du dir so überlegt, Spencer, falls er jetzt nicht leckt? Ja, ich weiß nicht, leck ich? Nee, gerade leckst du nicht. Oh Mensch, da muss ich dir erzählen, ne? Ja. Mach Felder und ja, Scheune. Er macht Felder, perfekt. Hier, Alisa, das ist der Workshop, wo ich hier sägen kann, wo ich hier fließen kann und montieren kann. Das sollte eigentlich schon mal reichen, auch reichen tut's eigentlich. Jetzt muss ich gerade schauen. Haben wir noch was anderes hier? Nö. Ich könnte hier ausrauben. Direkt, wo die hier drin ist, könnte ich die ausrauben. Das ist ja richtig dreist. So, das sollte jetzt eigentlich sägen. Oh, warte mal. Nee, das war jetzt nicht geplant. Ah. Also, ich finde, momentan das Spiel ist... Warte mal, craften? Ah, jetzt. Das Spiel ist eigentlich so gesehen in Ordnung, ja? Hey, tut er jetzt nicht... jetzt wird er automatisch craften, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen rum. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht die Main World aus. Wir spielen jetzt hier Multiplayer, weil es einfach mehr Spaß macht, als es im Singleplayer zu spielen, auf jeden Fall, denke ich mal. Hier haben wir dieses Werkzeughaus. Da haben wir die Taverne. Da kann man sich immer auf einen Drink oder sowas treffen. Dann haben wir hinten das Rathaus. Hier, da drüben das. Kann man... Ja, hier. Da haben wir das Rathaus. Und... Mal schauen. Hier haben wir den Markt. Da können wir Sachen verkaufen. Da ist die Melissa, da ist der Leon, da ist der Buttons und Holly. Und schauen wir mal einfach, was die zu sagen haben. Sei gegrüßt, ich bin Holly. Ich verkaufe viele feine Waren. Stell die Ware auf den Stand zurück, wenn du die Meinung änderst. Also wir kaufen was und können es dann einfach zurückgeben. Ich kaufe Waren an, die du auf den kleinen Tisch legst. Aktiviere ihn, sobald du fertig bist. Sei gegrüßt, ich bin Holly. Hi Holly. Okay. Sei gegrüßt, ich bin Buttons. Reden die jetzt immer dasselbe oder was? Ich verkaufe viele feine Waren. Stell die Ware... Okay, gut, der redet genau dasselbe. Sei gegrüßt, ich bin Melissa. Ich verkaufe viele feine Waren. Ach, wirklich? Lass mich raten, Leon. Du bist Leon und verkaufst viele feine Waren. Sei gegrüßt, ich bin Leon. Ich verkaufe viele feine Waren. Och, das ist ja wirklich hier... Prick, du auch, oder? Ja, perfekt. Das ist wirklich hier Qualität. Verkaufst du auch viele feine Waren? Alles, was das Herz begehrt, wenn du verstehst, was ich meine. Alles klar. Hier ist ein pinkes Haus. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Oh, das geht ja sogar. Wunderschöne Inneneinrichtung hier mit Couches und so. Hier ist ein Bildschirm. Eigentlich können wir den Bildschirm klauen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Noch nicht. Hier haben wir die Küche. Ich zeige euch gleich mal mein bescheidenes Haus oder unser bescheidenes Haus. Ah, lol, die Toiletten kann man ja benutzen. Na lecker, boah, habt ihr es gesehen? Da ist direkt die Wurst reingeblumst. Also, war schon angenehm. Okay. Bescheidene. Ja, Kackwurst. Ja. Ja, das, ja. Du bist. Er leckt wieder. Was bin ich? Nein! Du bist scheiße! Ich bin scheiße, nee, ich hab grad scheiße gemacht. Oh, ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Wir haben ja oben links so ein Ding, wenn es Nacht wird und so. Da muss man drauf achten, sonst pennt man einfach da, wo man ist, ein. Und ich glaube, das ist nicht so schön. Ich habe ja ein Haustier. Das hier ist Ida. Das ist der widerliche Drecksvieh von Patrick, oder? Das ist mein Vieh, du Arschloch. Das ist das wunderschöne, hässliche Katzenvieh von Spencer. Und das hier ist mein Hund. Ach, sieht der nicht niedlich aus. Hans-Peter Friedebert. Ich habe leider kein Essen für dich, sorry. Oder kannst du das hier essen? Hans-Peter Friedebert ist glücklich. Oh. Und die Scheiß... Ja.
nicht, hoffentlich nicht. Was war das denn hier? Jawohl. Ja, Leute, komm mal raus. Hans-Peter Friedewert, komm mal raus. Komm da raus. Komm da raus. Komm da raus! Der ist einge... der kommt da nicht hoch. Halt's mal, nee, du baust ihn nicht zu. Hans-Peter Friedewert, komm hier hoch. Alter, willst du mich ver... Warte mal, ich ein bisschen weiter weg hier. Hey, lol. Ey, du Pisser. Ja, ich muss arbeiten, Mann. Ja, dann ich helfe dir mal mit dem Arbeiten. Du baust hier gerade Steine ab vor unserer Haustür, was sicherlich intelligent hoch 3 ist. Nee. Weil das wunderschön aussieht. Nee, ich suche... Du suchst Gold. Nee, meine Würde. Deine Würde? Ah, nee, die ist leider weg. Wollen wir mal kurz schlafen gehen? Och, du verdammter Hans-Peter Friedewert, bewegt deinen Arsch hier raus. Ja, wir müssen das jetzt... Warte. Ja, was macht man jetzt? Komm, lass mal einfach mal schlafen gehen. Vielleicht ist der Typ ja. Mal... Ey, aber nicht, dass er da drinnen drauf geht, oder? Ja. Unter der Erde ist es ja meistens so... Ach, übrigens, das hier ist unser Haus. Also hier haben wir die Fackeln und so. Hier haben wir das bescheidene Klo. Was natürlich seit 10 Jahren nicht geputzt worden ist. Hier haben wir ein paar Blöcke, die wir schon zusammen gefarmt haben. Und hier haben wir ein Loch in der Wand. Auch hier beim Klo, aber das ist absolut gewollt. Also wenn ich mal hier meine Privatsphäre verbringe, dann sind so Leute wie hier der... Warte, kann ich das Bett abbauen? Kann ich das Bett abbauen, während du da drin liegst? Jawohl! Lol! Tja. das war... Nein. Das war gewollt. Zwinker, zwinker. Hä? Wie bitte? Für mich. Du leckst wieder. Wir haben den 4. Frühling. Tipp, möchtest du nur einfach bauen? Probiere es einfach mit dem Kreativmodus. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht. Tipp, die meisten Werkzeuge funktionieren besser, wenn du die Taste gedrückt hältst. Ah, wirklich. Tipp, also mit linker Maustaste gedrückt halten, ne, Leute? Benutze das Mausrad oder die Schultertasten, um Objekte zu drehen. Okay. Tipp, Pflanzen, die zum Pflücken bereit sind, haben einen grünen Rand. Okay, dann drücken wir mal leer und wir gehen weiter. Oh, wer hat denn das Bett abgebaut? Das Bett liegt hier einfach rum. Hey, der Boden ist ja auch zum Teil hier weg. Was ist denn da los? Müssen wir mal hier hinsetzen. So, perfekt. Dann setzen wir dieses komische Bett hier hin. Das ist das Außenbett. Ich geh mal Erde holen, ne? Alles klar. Erde holen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay. Lol, hier ist immer noch... Wo ist mein Hund hin? Ah, der ist da hinten. Du kannst das Loch wieder stopfen. Hm? Ich habe gesagt, du kannst das Loch wieder stopfen. Du leckst wieder. Okay, er leckt wieder. Wir gehen mal in die Stadt und gucken mal, wie weit unser Holz ist. Und danach gehen wir auch mal ein bisschen farmen. Und zwar noch ein bisschen mehr Holz und Stein farmen. Es gibt hier, habe ich gehört, auch noch Höhlen in dem Spiel. Ja, ich stopfe das Loch. Okay, das ist gut. Das ist sehr schön. Also Spencer stopft das Loch. Wir sind hier. Wir haben hier die schönen Pappeln. Ich mag ja Pappeln. Die Leute, die bei mir City Skylines geguckt haben, die wissen... Ich liebe Pappeln. So, ich habe ja gestern auch City Skylines gestreamt. Und ich meine, ich sag jetzt gestern, aber in Wirklichkeit habe ich das hier am Samstag aufgenommen. Deswegen, jawohl, ne? Ah, unser Bauholz ist fertig. 58 Bauholz haben wir. Nehmen wir jetzt erstmal. Mal gucken, haben wir es direkt ausgewählt? Natürlich nicht. Wir ziehen das mal hier hoch und legen das trotzdem hier hin. Und sagen jetzt, du, mein Guter. Hallo? Ah, jetzt, okay. Der muss weitersägen. Jetzt gehen wir mal los, ein bisschen farmen, weil bis das hier fertig gesägt ist, da können wir die Karten vergehen. Wir haben 305 Goldtaler und hier haben wir so ein lilanes Haus. Ich will tatsächlich auch so eine Art Haus bauen, aber ein bisschen schöner und ein bisschen größer. Also, ich weiß jetzt nicht, was du gedacht hast, Spencer. Ich habe mir so überlegt, wir bauen so ein Haus mit so einer Ecke eben und dann bauen wir aber auf jeden Fall so ein zweistöckiges Haus und in der Ecke bauen wir... Also machen wir unten keine Wand hin, sondern so einen Zaun und machen da so einen Pool hin. Das ist ja bestimmt richtig nice, so eine richtige Luxus-Suite. Oh, hier war schon mal jemand. Ich glaube, er hört mich gerade gar nicht. Macht aber nichts. Ich würde gerne selbst... Ah, klingt gut, sagt er. Klingt gut. Was ist das hier für ein spezielles Holz? Holz sage ich schon. Für ein spezielles... Ja, was ist das für Schaufel? Das ist eine Hacke. Ah, hier ist eine Axt. Leute, ich habe noch die Axt. Und wer darf arbeiten? Wie meinst du das mit wer darf arbeiten? Richtig, der Ossi. Ja, also wozu darfst du denn hier mitspielen? Also ich habe ja eigentlich ihn nur mitspielen lassen, damit er hier Bäume abholzt und eben so körperliche Arbeit macht, weil die Ossis arbeiten und wir arbeiten eben nicht, wie immer. Und ihr kennt das ganze Prozedere ja schon.
Wie immer, wie im echten Leben. Der wird mir jetzt völlig zustimmen. Der lacht. Ja. Einen. Ja, ja, ja. So, Mike, schauen wir mal weiter, was für coole Bäume wir hier haben. Hier haben wir wieder Pappeln. Oder hier, das ist eine Pappel. Da hinten ist ein da hinten ist eine Eiche. Die holzen wir mal ab, okay? Was ist das hier eigentlich für ein spezieller Untergrund? Ach, das sind Steine. Ich muss mir das so übelst daran gewöhnen. Und dass hier die Blöcke alle so anders aussehen als in Minecraft. Das ist ja tatsächlich ähnlich, aber eben nicht gleich. So, bam. Und nochmal weiter. Bam. Und nochmal weiter. Bam. Bam. Jawohl. Oh, das gibt viel Holz, Leute. Das gibt echt viel Holz. Also ich glaube, mit Holz haben wir jetzt erstmal ausgesorgt. Ich muss ja die ganze Zeit F spammen, deswegen nicht wundern, wenn hier unten die komischen Meldungen kommen. Oh, sogar hier ist noch Holz. Überall hingetroppt. Huiuiui. Ich gehe mal weiter geradeaus. Hier, das ist ja auch so eine Open World, so eine Foxy World. Wo heißt das Foxy World? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall eine sehr schöne Welt, muss man sagen. Ein bisschen zu bunt, habe ich das Gefühl. Also für mich ein bisschen zu bunt. Aber, oh, hier ist das hier mehr? Jawohl, noch ein bisschen mehr Holz. 16 Holz haben wir bekommen. Hey, hier unten sind Palmen, lol. Nice. Und Strand. Hier unten ist Sand. Ich baue direkt mal Sand ab. Wunderschön. Oh, der Strand ist aber echt schön. Mich würde es mal interessieren, wenn ich hier weiter geradeaus schwimme, ob ich dann irgendwann... Die Schwimmeranimationen sind auch wieder top. Ob ich hier irgendwann mal Land sehen würde. Fischen kann man ja hier auch. Also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber hier so eine kleine Hütte, so ein Weg hier hin und dann so eine Hütte, so eine Ferienwohnung, wäre auch nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also, das wird mir auch schon irgendwie gefallen. Oh, da, okay, da habe ich jetzt aber echt viel abgebaut. Lol. Gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Der Sky ist top. So, bauen wir auch mal hier ab. Schön viel. Oh, das war jetzt auch wieder viel. Was machst du so? Wissen Sie, versteht man mich? Wie bitte? Ja, ja, man versteht dich, eindeutig. Es sei denn, ich will dich nicht verstehen, dann verstehe ich dich nicht. Ach so, du sagst mir absichtlich lecker, damit ich einfach die Fresse halte. Ja, so ist das. Nee, ich tu grad ein bisschen den Vorgarten richten, damit das nicht ganz so scheiße und verwachsen aussieht. Ja, ja, wir müssen, ich würde auch mal sagen, wir reißen Stück für Stück, wenn wir das Holz haben dafür, auch mal unsere Bude ab und bauen die einfach neu auf. Weil das Teil, oder wir bauen einfach generell das Teil einfach neu um. Also wir benehmen das Haus und bauen uns einfach was Besseres. Ja, also wenn ihr wollt, können wir auch drei Häuser bauen. Und ich behalte das kleine Haus, weil es gerade, ne? Also ich reiß das ab. Nur über meine Leiche! Ja, komm her, ich habe eine Schaufel in der Hand. Ich habe eine Spitzhacke. Hey, Lolli, ich habe ein Haus gefunden. Mitten im Nirgendwo ist hier ein Haus. Oh, das hat sogar einen Kamin. Das wäre böse, wenn ich jetzt vielleicht aus Versehen Briefkasten kaputt gemacht habe. Unseren? Ja. Ja, wenn du wieder hinsetzt, ist es mir egal, aber sonst, das wäre schon, ja. Ja, ich. Oh, das ist ja saucool. Das hat sogar eine zerbrochene Fensterscheibe. Ich glaube, das hier behalte ich, das Haus. Ich habe mein eigenes Haus gefunden. Ja, echt. Ich kann jetzt bleiben oder Pfefferwechsel, Alter. Ja, genau. Keine Sorge, ich komme wieder. Ah, ja. Weil hier die Bude ist echt geil. Also, wenn die jemand mal euch kaputt macht, ich bringe euch um. Wo steht die ganze... Ich meine natürlich YouTube-Friendly-Content, Ich schimpf mit euch. Ich werde schimpfen. Ich werde wirklich böse. Und ich glaube, ich werde sogar, mein Haupt gegen euch erheben und sogar den Zeigefinger. Ja. Was ist denn das hier für ein Leuchtding? In Auftrag geben. Ich werde einem Profi den Auftrag geben, dafür zu sorgen, dass er nie wieder sowas macht. Kannst du mir Pflastersteinpfad mitbringen, also machen? Wie geht das? Weißt du das? Oder muss ich das rausfinden? Du brauchst Rohstein und Sandblock und musst dann zum Montieren gehen. Ja, das kann ich machen. Hast du den Stein? Rohstein, ja. Gib mir den Rohstein. Aha. Komm mal hier hin, weil hier liegt alles voll mit deinem Schmodder. Das ist unschön.